Alpina B7 Biturbo. Auch so eine verschärfte Limousine. Und man muss sagen, von Alpina, nicht vom Tuner Alpina, denn Alpina ist eine eigenständige Marke. Wird auch immer wieder betont, also kein Tuner, eine eigenständige Marke. Und wenn man sich das anguckt, dann ist hier auch ganz dezent gearbeitet worden. Klar, Profis erkennen sofort die Alpina-Handschrift. Hier zum Beispiel an der Signatur. Aber ansonsten sehr zurückhaltend. So, Blick ins Cockpit. Und auch hier alles sehr schick. Also man nimmt tatsächlich vorhandene Elemente von BMW, verfeinert sie ganz dezent. Ja, wenn man sich das hier mal anschaut, die Tachoanzeige von Alpina. Das sind eben Kleinigkeiten, die einen Alpina so besonders machen. Hier und da versteckt die Logos. Aber das Herzstück von dem Fahrzeug und auch eigentlich das Wichtigste, das ist der Motor. Und den schauen wir uns jetzt mal an. So, und jetzt machen wir mal die Motorhaube auf. So, und da ist er, der V8 von Alpina.